Hi, jetzt will ich euch ganz kurz noch einen kleinen Nachtrag geben zu meinem Pusteklavier-Making-of, denn die Luftpumpe, die ich dafür benutzt habe, diese hier, ja, die hat natürlich dann recht schnell den Geist aufgegeben, weil ich, sag ich mal, so ungeschickt war, sie in eine Kiste mit Schaumstoff einzupacken, damit sie nicht mehr so laut ist. Ich wusste eigentlich schon die ganze Zeit, dass das nicht lange gut gehen kann und dass so ein technisches Gerät bei Überhitzung natürlich dann den Geist aufgibt. Habe ich mich unglaublich geärgert, musste mir jetzt eine neue bestellen, eine neue Pumpe, und habe diese Pumpe jetzt in einen Kasten getan und den Kasten nochmal in einen Kasten, ja? Das heißt, die hat da drin jetzt Luft, habe noch ein bisschen mehr Luftlöcher reingemacht, Deckel geht zu, dann kommt Styropor, Schaumstoff drumrum als Isolierung und am Ende letztendlich noch der zweite Deckel. Und es ist schön leise und ich hoffe mal, dass jetzt das Problem mit dem Überhitzen nicht mehr so das Problem ist. Ihr versteht, was ich meine. Also Pumpe in die Kiste. Und dazwischen ein bisschen Schaumstoff, aber Luft an die Pumpe. Und dann ist es auch wieder eine Luftpumpe. Und dann kann ich damit Pusteklavier spielen. Und bald geht's los. Tschüss.